Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und wir sind immer noch hier so dabei, diesen komischen Kram zu machen. Und irgendwie habe ich ein bisschen Sorge, dass das wieder genauso baden geht wie beim letzten Mal. So. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn hier ist es ein bisschen. Nein! Komplizierter als bei den anderen Dungeons, die wir bisher kennen. Nein! Genau das meine ich nämlich. Auf einmal kommt von überall Gegner an. Und Moment. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch irgendwas ist. Ist aber nicht. Weit gefehlt. So. Ja. Ich versuche hier ein bisschen behutsam loszulaufen. Denn lieber behutsam als am Ende irgendwie so komische Moves. Ah, da waren. Bumm. So. Denn wir wissen, dass das ganz schnell ganz böse enden wird. Wir haben mittlerweile. Oh. Oh, okay. Gut zu wissen. Für dieses Ding gehe ich definitiv nochmal den Weg zurück. Denn eine Kiste ist immer gut. Höp. Was haben wir denn hier? Geld! Mehr davon. Jawollo. Das hat sich doch gelohnt. Okay. Ich bin mal gespannt. Okay, das ist seltsam. Warum komme ich denn hier nicht? Durch. Das wundert mich jetzt. Vielleicht musste ich hier gar nicht lang, sondern. Ah, da ist noch ein Weg nach oben, sehe ich gerade. Dann nehme ich doch lieber den. Auch ein ganzes Stück weiter in diese Richtung. Dann stelle ich mir die Frage, was ich hier. Was die letzten Male passiert ist. Dass ich immer hier gestartet habe. Ist hier irgendwas, was ich. Nö, hier ist sonst nichts. Sehr interessant. Ich muss doch hier irgendwie einen Weg zurückgeben. Ah, ich bin ja Detsch. Natürlich. Der Trick ist nämlich ein ganz einfacher. Ich brauche einen von diesen Steinchen hier. Ui. Einfaches Ding. Viel zu einfach nach meinem Geschmack. Oder für meinen Geschmack. So. Schon besser. Einfach hier durch. Bonk. So, und zwar genau hier brauche ich das Ding jetzt. Kaputt. So. Oh, was ist das denn? Moment. Kann ich das irgendwie. Hä? Was denn? Irgendwas klebt da in der Luft. Aber ich kann einfach nicht nachvollziehen, was genau das sein soll. Na gut, okay. Meinetwegen. So. Hier oben war noch ein Steinchen. Genau, den brauchen wir nämlich jetzt. Bumm. Bumm. So, denn nur mit diesem Stein haben wir nämlich auch die Möglichkeit, jetzt wieder in die Schlange zu verwandeln. Jetzt kommen wir hier durch. Klack. Aha. Und wir nehmen den Löwen. Denn damit kommen wir hier relativ easy durch. Ah, klar. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Oh, das war eine böse Nummer hier.
nach Möglichkeit. Weil wir müssen hier. Wir müssen nämlich ein bisschen gucken. Genau. Oh, die Kiste. Weh. Die hatten wir schon mal. Ja, komm. Als ob. Lass mir ein Herz fallen. Sehr schön. Lasst mich mal eben kurz überlegen. So. Genau, jetzt ist die da. Und wir brauchen die nämlich da hinten. Um hier jetzt dieses Türchen zu öffnen. Aber das reicht noch nicht. Oh Mann, ich sehe es schon kommen. Ich werde ihn wieder so gnadenlos verrecken. Das reicht definitiv noch nicht. Denn jetzt ist garantiert. So, lasst mal kurz hier schauen. Wie es hier eigentlich weitergehen soll. Irgendwas ist noch hier unten. Da brauchen wir eine Bombe. Blub. Bumm. Ah, okay. Doof ich bin. Oh, das war knapp. Denn wir müssen natürlich erstmal den hier rüber verfrachten. Dann muss der hier hin. Und bumm. So, jetzt muss man schauen. Dann komme ich da hoch. Okay, nochmal. Schade. Einen muss ich ihm noch geben. Nein! Frech! Ganz geil. Bin ich wieder hier. Ich weiß nicht, für was diese Dinger hier gut sein sollen. Da kommt immer so die komischen Eiszapfen her. Komm, echt jetzt. Okay, die Kiste ist zumindest schon mal unsere. Das ist gut. Gerade so ausgewichen. Gotcha. Ach komm, so schlecht kann ich doch gar nicht sein. Das ist mir auch interessant. Ah, super. Glücklicherweise steht dieses Ding hier schon parat. Das ist wenigstens etwas. So, jetzt braucht der Leo. Um hier wieder hochzukommen. So. Okay. Gucken wir nochmal, wie war das? Bombe. Bombe. Noch mehr Bomben. Okay, Bomben sollen es nicht sein. Und bumm. So, jetzt komme ich hier wieder nicht weiter, das ist klar. Bumm. Und hier muss ich jetzt auch erstmal ein bisschen Stopp machen.
So, jetzt bin ich ein bisschen... mal überfragt. Wie komme ich hin? Ah, okay. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Denn ich muss den jetzt... hier hoch. Ah, okay. Auf die Art und Weise geht jetzt das Ding da nach oben. Aber jetzt ist nur die Tür offen. Aber ich komme noch hier auch noch durch. Das ist ja blöd. Wie komme ich denn da hin? Okay, ich bin auch ziemlich blöd. Denn natürlich komme ich hier hin, indem ich das Ding hier durchrutsche und dann hier unten lang gehe. Ach komm, was kostet die Welt? Dann sterbe ich halt. Drauf gepfiffen. Vielleicht habe ich Glück und bekomme hier nochmal ein Herzchen. Glück, ich kriege eine Bombe. Na gut. Dann machen wir das nochmal. Ich meine, das macht ja insgesamt überhaupt nichts. Und wie gesagt, yay, Herzchen. Ausgezeichnet. Bumm. So, jetzt habe ich den da offen. Jetzt kann ich hier einmal drum herum wandern. Oh, Moment. Ha, sehr geil. Die Tür ist ebenfalls offen. Das gefällt mir doch. Das heißt, ich habe eine Kiste, in der... Ah, dieses Ding hatte ich doch aber schon mal. Hallöchen, Snacks. Schön, dass du wieder da bist. Das Ding hatte ich doch schon. I'm a little bit confused now. Wow. Okay. Aha, hier konnte ich den Frosch nutzen. Und was habe ich hier? Hier habe ich auch noch eine ganze Menge anscheinend. Fuck. Momentchen. Das ist ja dreckig. Gibt's ja nicht. Vielleicht kriege ich hier nochmal Lebenspunkte oder so zurück. Wäre natürlich nochmal bombastisch. Und nochmal. Na. Ah. Okay, das wird doch nichts. Ja komm, gib mir Lebenspunkte. Life Points. Ah! Life Points bitte. Gib mir irgendwas. Irgendwas. Was ist denn das hier? Triff die Fledermäuse in der richtigen Reihenfolge, ohne den Boden zu berühren, und du entdeckst dein Geheimnis. Lösung ist im Feuer versteckt. Ich habe nur noch einen Versuch dafür. Nein! Ah, und jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ah, okay. No problem. Alles ist schön. Solange man Hackschnitzel isst. Hackschnitzel. Das ist mein neues Motto. Hack. Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. So. Und once again. Aber das Gute ist, dass wir diesmal die Rätsel nicht mehr lösen müssen. Die haben wir ja jetzt schon. Okay. Auch das hier müssten wir jetzt eigentlich haben. Wenn mich nicht alles täuscht.
So. Und das heißt, wir können hier direkt weiter. Aha, sehr gut. Okay. Hier müssen wir dann gleich nochmal die... Das Ding... Hallöchen, Tommy. Och, schön, dass du wieder dabei bist. So. Das kriegen wir hin. Dadurch, dass wir jetzt Doppeljump machen können. Woo! Okay. Und jetzt? Das war jetzt alles? Ich dachte, hier gibt es jetzt mal irgendwas. Aber nee, hier kommt noch. Trifft die Fledermäuse in der richtigen. Ach, in der richtigen Reihenfolge, ohne den Boden zu berühren. Und entdeckt ein Geheimnis. Lösung steckt im Feuer. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Erst eins. Dann vier. Und dann 6. Okay, 1, 4, 6. Wie soll denn das gehen? Okay. Könnt ihr knicken? Mach ich nicht. Ich gehe weiter. Und wechsle gleich mal hier auf Froschi. Seltsam. Wow. Das Ding verschwindet sogar. Ernsthaft. So geil. So unnötig. Jetzt noch sowas. Na! Das war so klar. Es ist blöd, dass man von Gegnern aber auch nicht anerkennen oder an den Gegnern erkennen kann, wann die jetzt eigentlich irgendwas Böses vorhaben. Die gucken immer so scheinheilig und fröhlich und glücklich. Das ist echt gemein. Genau das meine ich nämlich hier. Der hat gerade nichts gemacht, außer fröhlich geguckt. Und schwupp sitzt man in der Patsche. Nein! Und ins Feuer gefallen. So, jetzt aber. Gacha! Falscher Frosch. So, das ist der richtige Frosch. Wow. Das war ja ein bisschen frech gerade hier. Hier müssen wir zum Glück nichts machen. Hier kommen wieder die Feuerdinger. Könnt mir ruhig ein bisschen Lebenspunkte geben. Aber okay, ich glaube, diesmal schaffe ich's. Und so, Frosch. Nein, Blödsinn. Erstmal Löwe bleiben. Und dann auf Frosch wechseln. Nom. Ah, endlich ein Safe-Spot. Wenigstens etwas. So, jetzt muss ich mal gucken. Okay, hier muss ich Schlange sein. Da oben muss ich auch Schlange sein. Dann wollen wir doch mal Schlange hier nicht liegen dran. Okay. Ich sehe schon.
Oh, fuck! Die Decke kommt hier hoch. Bitter! Ich denke mir nichts Böses. Und auf einmal kommt da die kommt da die miese... Wow, wupp, wupp, wupp. Okay, jetzt muss man hier echt auf alle Eventualitäten gefasst sein. Und runter. Ich glaube, das war noch lange nicht alles. Kommt gleich nochmal was. Sonst würde ich hier nicht mit der Schlange durch die Gegend flitzen müssen. Wow, 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 wow. Hab ich's gesagt? Ach, fuck. Wow, 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 wow. Und schnell Schlange. Und schnell ihn wieder. Wow, auf den letzten Drücker. What the fuck? War das geil. Ah, aber hier ist ein Loch für die Schlange und die führt uns, denke ich mal, direkt zu der... Wow! Ganz zum Schluss wieder dann nach oben. Oder auch nicht. Schön wäre es gewesen. Okay. Jetzt stelle ich mir echt die Frage, wie genau das aussehen soll. Ich hätte nämlich gesagt, dass jetzt das eigentlich... hier diese, diese Decke runterkommt, zusammen mit der großen Decke hier, und dann kommen wir da durch. Weit gefehlt. Sollte dann anders aussehen. Oh, ein Glück. Der zweite Gong. Da haben wir noch zwei. Stelle ich mir ein bisschen die Frage. Was genau ist eigentlich deine Mission? Ich dachte, du hättest da eine. Okay, das haben wir schon. Oh, Life Points, Life Points. So. Du hast es schon wieder verpasst. Nach diesem zweiten Erschütterung liegen jetzt die meisten Ritzzeichnungen frei. Sie besagen, dass der alte Stamm hier sehr glücklich war. Seine Mitglieder bauten wertvolle Mineralien und Erze ab, die es nur in diesem Vulkan gab. Ich bin so gespannt darauf, mehr darüber zu erfahren, dass meine Schnurrhaare zittern. Okay. Das war echt mega knapp. So, und hier oben geht es noch weiter. Wir haben hier einmal die Schmied. Nom. Und wir hatten hier doch noch irgendwas. War hier nicht irgendwo noch der Shop? Ah nee, Blödsinn, wir könnten hier zurückfliegen. Ganz vergessen. Nope. Ich glaube, da kommen wir so nicht durch. Ich glaube, wir müssen doch wieder zur anderen Seite rüber. Ui, was war das denn? So, genau. Hier haben wir auch noch einen Gong. Und hier ist irgendwas. Ha! Hab doch gesagt, hier ist was. So, dann wechseln wir mal wieder auf den Löwen. Oh. Okay. Lass dir Zeit, ich warte so lange hier. So, jetzt. Okay. So. Dass wir hier jetzt mit der verbesserten Eisklinge durchwandern können, das war uns schon klar. Ich frag mich, ob der jetzt kaputt geht. Nee, der schließt nur auf. Okay, was auch immer das jetzt für eine komische Nummer war. Aber egal, wir sind hier durch. Die Eisklinge war auf jeden Fall
der Lösungsweg hierfür. Boah, Drecksvieh. Wie die sich immer wieder verstecken. So, und jetzt bin ich hier drüben. Versuch war es wert. Und wieder Schlange. Einmal hier durch. Oh wei, na das sieht jetzt sehr gut aus. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, glaube ich. In welcher Reihenfolge wir das Ganze hier machen. Hier ist nochmal was zum... Ah, okay. Aha. Aber komme ich denn da jetzt durch? Nee, irgendwie nicht. War das jetzt notwendig oder war es nicht notwendig? Eine gute Frage. Aber hier braucht man noch irgendwie was. Nee. Okay, das bringt irgendwie nichts. Sehr seltsam. Achso, genau. Hier muss ich jetzt Schlange durch. Vielleicht muss ich das hier doch nochmal resetten. Irgendwie gibt es hier keinen Reset. Meine, das haben wir ja schon. Laufen, springen, gut. Moment. Ist das da zufällig? Irgendwas für Bomben? Nö. Sieht gerade irgendwie so ein bisschen danach aus. Komme ich denn da jetzt drüber? Hä? Moment, oder habe ich hier irgendwo einen Weg verpasst? Ja, Tatsache, hier gibt es noch einen Weg nach oben. Und ich meine, vermutlich müssen wir ja irgendwie da von rechts kommen. Okay, ich probiere es einfach mal, indem ich nochmal zurückgehe. So. Denn hier gab es jetzt noch irgendwas, bin ich der Meinung. Also zumindest gab es hier angeblich einen Weg nach oben. Au. Ach ja, klar gab es hier einen Weg nach oben. What the? Bin ich jetzt blöd? Warum friert denn der jetzt nicht ein? Nee, hier war das nicht. Hier gab es auf jeden Fall einen Weg nach oben. Ah, ich glaube, das ist der Trick.
So, haha. Und jetzt haben wir die Tür offen. So war das. Wunderbar. Hallo. Danke, mein Freund. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Wieso bist du überhaupt hier? Ich habe so ein Gefühl, dass das grünhaarige Mädchen hier irgendwo ist. Aber wie du siehst, gibt es auch hier überall gefährliche Fallen und Gegner. Und ich habe ziemlich Angst vor Feuer. Ich helfe dir bei der Suche, wenn du magst. Aber bleib dicht bei mir. Juhu! Los doch! Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Okay. Ist das jetzt der Weg? Nee, wir kommen immer noch irgendwie hoch. Oder wir müssen hier immer noch irgendwie hoch. Und es gibt hier immer noch einen Weg nach oben. So, irgendwas ist nämlich doch noch weiter oben. Oh, das ist gar nicht hier. Sehe ich gerade, sondern es ist ein Raum davor. Hier kann man irgendwie hoch. Ach so. Naja, klar kann man hier hoch. Nee. So, den Text hatten wir schon. So. Und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Ich mache hier jetzt erstmal einen kleinen Cut.